Ja, nach langer, langer Zeit ist es jetzt endlich mal wieder soweit. Und zwar haben wir eine richtig coole Oldschool-Kiste. Volvo 240. Kombi. Baujahr. 93. Geil. Also Volvo 240, Baujahr 93 Kombi. Der steht hier auch beim Ralf, ist auch das ist ein Kunde, ja. Was ist mit dem? Ja, er hat... Ganz kurz, bevor wir loslegen. Er ist der Besitzer. Er guckt dem Ralf auf die Finger, ob er alles richtig macht. Genau. Und er heißt? Julian. Der Julian. Ja. Kommt aus dem schönen Schwabenland. Leonberg. Weissach. Weissach. Ja. Schon nicht BBS irgendwas? Irgendwas? Weissach? Was ist da? War da irgendwas? BBS? Porsche. Porsche? Okay, sorry. War fast gleiche. Ja. Was ist passiert mit dem Auto? Warum steht er hier? Ja, er hat einen Kopfdichtungsschaden. Jetzt nach 300.000 Kilometer hat er halt jetzt auch mal ein bisschen aufgegeben. Jetzt haben wir dann gesagt, wir machen gleich Kopfüberholung, Kopf geplant, bis jetzt auch schon durch, Schaftdichtungen rein und ja, dann hat er wieder Spaß für die nächsten 300.000 Kilometer, hoffe ich. Ja, mit Sicherheit. Ja. Vielleicht auch mehr. Ja. Der Julian hat nicht nur den 240, der hat auch noch einen 850 T5. Genau. Und so wie über. Er hat einen T5, das ist so gleicher Motor, aber nicht die Ausstattung. Das ist wie bei Audi ein S4 und ein RS4. Ja, so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, dass er halt jemand gesucht hat, der seinen Achtermotor überholen kann. Welche Farbe hatten wir? Blau. Metallic. Ja. Ja, er hat mich dann auch gefunden. Gut, so ganz nur überholen wurde es dann halt auch nicht. Wie immer. aber er fährt nur eine Software als Leistungssteigerung. Software von Marco. Genau, MTE. Aber der Motor kann eigentlich 700 PS. Aber aktuell nutzt er sie jetzt noch nicht. Ja, ich mag es lieber gemütlich. Man muss jetzt aber auch erwähnen, dass dieses Fahrzeug dein Alltagsauto ist, gell? Ja. Mit dem fahren wir einkaufen, zur Arbeit. Einkaufen, Arbeit. Zu den Dates? Nee, das nicht mehr. aber Urlaube sind dabei, ja. Ja. Das Auto war auch schon mal dort, wo es herkommt? Schweden, genau. Italien war er schon. Ah, gebell, lass sie. Ja. Ja, also er hat auch schon echt eine harte Tour hinter sich, würde ich sagen. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber finde ich mega. Finde ich auch geil. Also ja, nach Schweden. Sind wir in 3 Wochen 6.500 Kilometer gefahren. Ohne Probleme? Natürlich ohne Probleme. Natürlich. Ja, also, hallo? Wenn, dann würde ich es eh nicht sagen. Aber, nee, also, nein, aber das funktioniert schon. Ja. Und man muss sagen, sie haben in dem Auto geschlafen. Ja, Dachbox drauf, deshalb auch die Vorhänge. In der Dachbox gepennt? Nein, die Dachbox war fürs Gepäck und wir waren im Kofferraum. Ah, okay. Genau, ja. Seine Frau ist mit hin in die Dachbox gefahren. Und jetzt haben wir mal kurz den Kopf da, was passiert da jetzt? Wollen wir jetzt mal ein bisschen in die Mechanik da reingucken? Ja. Gut, der Kopf ist jetzt wieder gereinigt worden in der Maschine, das haben wir ja schon mal gesehen. Das sieht jetzt auch wirklich wieder Taco aus, also wenn man gesehen hat, wir haben jetzt kein Foto. Doch, ich habe Fotos. Ja. Ich habe Fotos, können wir einblenden, okay. Wie das ausgesehen hat vorher. Und ja, Kopf ist jetzt schon geplant. Und ja, jetzt sind wir gerade dran, mit Hilfschaftdichtungen reinmachen. Dann bauen wir es wieder zusammen. Und der Julian darf jetzt die tolle Arbeit machen, den Block abschleifen. Das ist kein Problem. Mach ich ganz. Ja, der hat ja Ruhe. Ich mach's ganz sauber. Okay. Der Ralf ist auch nicht ganz sauber. Also, ja, das höre ich öfters. Ja, das stimmt. Aber ja, so ist es halt. Und dann wird er mit dem Auto heute noch heimfahren? So ist der Plan. Weil sonst? Auf jeden Fall. I'm walking yesterday. Ja, 14 Stunden laut Navi, das geht. Ralf, ist der schon vom Messe? Ja. Kann der Kunde abholen? Ja. Google Maps. Ah, das werden wir schon hinkriegen. Wenn es jetzt heute nicht fertig werden sollte, warum auch immer, dann fahren wir halt heim. Okay. Ist halt so. Der wird fertig. Sehr gute Einstellung. Ja, muss man. Ja. Okay, Julian, abschließende Frage. Warum kein H-Kennzeichen? Oder ist es nicht so weit? Der ist schon nicht so weit. Achso, ich habe jetzt gerade gerechnet. Ist erst 28. Ist mir gerade aufgefallen. Ja. Aber würde H bekommen, dann normal, ja, oder? Ja. Soll eigentlich nichts. Was haben wir dazu brauchen dann? 2-3 Liter. Zwei, drei Liter. Ja.
So Standard Volvo. Ja, genau. Aber ist 4 Zylinder, ne? Kein 5. Ah, okay. Ja. Und ist kein Aluminiumblock, sondern ein Raugussblock. Was hat er jetzt als Leistung? 116 PS. Und der bleibt jetzt, also er ist jetzt nichts gemacht worden. Ja gut, das ist jetzt geplant worden, das wird wahrscheinlich... Ein paar kleine Spielereien. Und da der Krümmer ziemlich verschlissen ist, also verrostet, ne, kommt jetzt halt ein Fächerkrümmer drauf, weil es gibt keinen Originalkrümmer. Aber nicht heute? Doch. Achso, der kommt dazu jetzt? Ja, ja. Okay, ja. Können wir auch mal zeigen, also er liegt im Kofferraum. Ja, so, da ist jetzt der Fächerkrümmer, der neue. Ist das jetzt ein Nigelnagel, neuer? Also, ja. Nigelnagel. Okay, noch nie verbaut. Nee. Das war der Originale. Ja. Ich bin hier. Genau, und das sieht man ja auch hier, wenn man es jetzt dreht, die Dichtfläche ist ja schon fast weggerostet. Ne? Ja, ja. Das bauen wir jetzt halt nicht mehr. Bringt aber Sound. Wenn sie ganz wegrostet, dann bringt es Sound, ja. Ja. Okay, da ist alles da, Dichtung auch vorhanden. Ja. Das ist gemerkt. Okay, vielen Dank in den Kurzeinblick in dieses Fahrzeug. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und dass du nachher heimkommst. Danke. Ja? Danke. Ralf. Ciao. Danke für die Informations. Gerne. Ich zeige euch noch kurz das Auto. Ciao, bis zum nächsten Video. Habe ich jetzt bei diesem Video leider keine, aber das Auto lief um ca. 22 Uhr wieder und Julian konnte ganz gemütlich und glücklich nach Weissach nach Hause fahren.